Wir stehen an diesem Abend an den Mauern der St. Barbara-Ruine. Schon seit langer Zeit ist sie ein Wahrzeichen dieser Gegend. Sie ist Ausflugsziel, Ort für Feste und Veranstaltungen. Sie ist Treffpunkt für Erwachsene und Jugendliche. Das war schon in vergangener Zeit so. So mancher junge Mann hat hier seine zukünftige Frau gefunden. Und manches Mädchen ist abends hierher gekommen, um den geliebten Freund zu treffen. Menschen aus allen Ortsteilen Karlsbads fanden hier zusammen. Die Pfadfinder, die Naturfreunde, die bündische Jugend, sie alle haben sich hier einst versammelt. Hier brannten Lagerfeuer, hierher fanden Sternwanderungen statt. Und mancher Verein hat hier seine Feste gefeiert. Noch heute findet hier einmal im Jahr ein großer ökumenischer Gottesdienst statt, ausgerichtet von allen evangelischen Gemeinden und der katholischen Gemeinde Karlsbads. St. Barbara, Kirche, Kapelle, heute Ruine mitten im Wald. Wann diese Kirche erbaut wurde, weiß niemand genau zu sagen. 1432 wird sie ein erstes Mal erwähnt. Schon bevor sie hier stand, war dies ein Ort, an dem Menschen siedelten. Die Kelten hatten hier eine Kultstätte errichtet, die Römer bauten eine Wohnburg. Etwa um 1350 herum war die römische Wohnburg schließlich verlassen und zerfiel. In jener Zeit kamen Mönche aus dem Kloster Herrenalb und errichteten eine Kapelle auf dem Berg. Schon bald wurde das neu erbaute Gotteshaus der heiligen Barbara gewidmet. Eine Barbara-Statue wird aufgestellt und die Kirche zum Wallfahrtsort erklärt. Über 200 Jahre lang kommen Pilger hierher, um die Heilige zu verehren und zu Gott zu beten. Sie ziehen betend den Pilgerweg durch Langensteinbach. Sie tragen Fahnen und Kreuze und umrunden mehrfach die Kirche. Dann legen sie die Kreuze nieder, betreten ehrfurchtsvoll das Gebäude und beten. Und so mancher Pilger berichtet zu Hause wieder angekommen davon, dass das Heiligenbild der Barbara Wunder getan habe. Erst 1556 verbietet der Herzog Christoph von Württemberg die Wallfahrt. Die Reformation hat in Deutschland stattgefunden. Und Wallfahrten und Heiligenverehrung werden nun mit kritischem Blick betrachtet. Langsam verliert die Kirche ihre Anziehungskraft. Um 1660 ist sie so zerfallen, dass sie neu renoviert werden muss. Doch dann ziehen Kriege über die Kirche her. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg beschädigen durchziehende Armeen das Gebäude. Bald ist es nur noch ein Steinbruch, ein Materialdepot, das mit gutem Gewissen geplündert werden darf. Ziegel werden abgedeckt und das Gebälk des Dachstuhls wird als Brennholz verkauft. 1796 reißen französische Truppen die Bleidecke vom Turm, um daraus Kanonenkugeln zu gießen. Aus dem Gotteshaus ist endgültig ein Materiallager geworden. Rohstofflieferant für Frieden und Krieg. Erst 1903 beginnt der Neuaufbau. Nach langem Ringen entschließt sich die Gemeinde Langensteinbach, die Kirche zu restaurieren. Heute ahnt man wieder ihre ursprüngliche Schönheit. Zu Recht ist sie Wahrzeichen und Anziehungspunkt für viele. St. Barbara, Kirche, Kapelle, Ruine im Wald. Viele Sagen ranken sich um dieses Gebäude. Ein Schloss soll hier gestanden haben, das einst in der Erde versunken sei. Schätze sollen hier verborgen liegen. Und in manchen Nächten soll man eine weiße Frau sehen, die in der Kirche umhergeht. So manche Geschichte wird von dieser Frau erzählt. Aber auch Kapuzinermönche will man hier gesehen haben.
sie seien in blaues Licht getaucht, sagen manche. Es gibt viele Sagen um die St. Barbara-Kapelle. Von hier aus soll es unterirdische Gänge nach Ettlingen und Herrenalb geben, und am Vorabend des 4. Dezember soll man weiße Tauben sehen, die den Turm umkreisen. In der Kirche soll dann Gesang und Orgelmusik zu hören sein. St. Barbara, wenn wir heute abends an den Mauern der Kapelle stehen, dann ist etwas von ihrer Geschichte mitten unter uns lebendig.